Herzlich willkommen zu einem Erklär-Let's Play von War Machine Hordes mit dem Grüß. Hallo. Und der Grüß wird mir heute War Machine Hordes erklären. Ich habe gedacht, wir filmen heute mal mit. Vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen von euch. Und ich habe noch null Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Und der Grüß wird mir das jetzt erklären. Ich hoffe, ich stelle mich nicht so blöd an. Und auch noch ein kleiner geschichtlicher Hintergrund zu den Fraktionen vielleicht. Das ist auch ganz interessant. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und die diversen Karten, na, die haben wir hier ausgedruckt. Die zeige ich euch dann ein bisschen in der Kamera, was gemeint ist. Okay, dann fangen wir an. Was spiele ich da für eine Fraktion? Also erst einmal, War Machine Hordes ist ein klassisches Tabletop. Wir spielen gerade, also der Martin spielt die Fanatica von Manoff. Ja, das habe ich magnetisiert, damit, weil manche Warjacks haben unterschiedliche Bewaffnungen und da kann man die Bewaffnungen austauschen und ja, ich finde das auch ganz, ganz praktisch. Die Fanatiker von Manoff haben ein ganz klassisches Feuerthema. Woran glauben sie? Sie glauben, dass die Menschheit vom wahren Glauben abgefallen ist, weil die Menschheit hat einen Ursprung, hat einen Urgott, Manoff, und nach einer Weile sind aber andere Gottheiten bei den Menschheiten aufgetaucht, die ihn langsam verdrängt haben, und die wahren Gläubigen haben sie dann eben zusammengeschlossen, um den Glauben zu retten, und führen momentan einen brennenden Kreuzzug quer durch die Lande, durch Signa. Sie haben Bürgerkriege ausgelöst, haben Städte erobert, ganze Bevölkerung konvertiert. Und das sind es sind nicht nur blinde Fanatiker, sondern sie wollen wirklich, wirklich die Menschen bewahren, weil sie genau wissen, wenn sie scheitern, wird der ewige Feind von ihrem Gott, der Verschlingewurm, ihren Gott töten und somit auch die Menschheit vernichten. Mhm. Also sie haben wirklich eine Aufgabe, und das macht sie eben auch so gefährlich. Ja, also zur Info, die Figuren gehören ihm, das ganze Spiel gehört dem Chris, und er hat mir jetzt die Feuerfraktion gegeben, weil ich liebe das Element Feuer über alles. Ja. Meine Lieblingsfarbe ist zwar grün, aber das Element ist einfach Feuer, es muss alles brennen. So, und deine Fraktion? Ich spiele, jetzt müsste man eigentlich die russische Nationalhymne jetzt einspielen lassen, die Fraktion Kador bezogen. Sie hat, das ist einfach nur eine riesige Stahlfront, die langsam auf dich zurollt. Hauptthema ist Frost, das heilige Frost, echt? Frost, ja. Das ist nur rot bemalt. Ja, deswegen dieses Crimson-Rot. Also, das sind leider nicht meine Hauptfraktionen, deswegen sind sie noch nicht komplett bemalt, aber ich bin fleißig dabei. Jedenfalls, sie sind unglaubliche Nationalisten, und sie haben da. Nationalisten? Ja, wirklich, wirklich. Die haben sie aber sehr viele Ländereien an ihren Erzfeind verloren, an das allzu gute Signa. Das ist wirklich einzige Land, wo man sagen kann, das ist hauptsächlich wirklich gut angehaucht, ohne Mankus. Und Kador versucht gerade in einem Eroberungsfeldzug ihre alten, angestammten Ländereien zurückzuerobern. Mhm. Und da das Land aber groß, aber wenig Ressourcen hat, besonders wenig Ressourcen für die spezialisierten Warjacks, haben sie sich dann dazu entschlossen, ihre wenigen Ressourcen wirklich forciert zu benutzen. Ihre Warjacks gehören zu den widerstandsfähigsten, haben die höchsten Panzerungswerte, die stärksten Miliwaffen, sind dafür aber so langsam, dass jedes Infanteriemodell kann de facto von denen weglaufen. Das ist eine ganz, ganz langsame Stahlfront, die langsam auf dich zurollt. Um aber diesen Mangel an leichten Warjacks, also es gibt hier zwei große Arten, schwere und leichte Warjacks, und Kator besitzt nur einen einzigen leichten Warjacks, wo andere Fraktionen fünf oder sechs unterschiedliche haben. Als Kompensation dafür haben dann die Mechaniker von Kador einfache Soldaten genommen und sie in Stahlrüstungen, in sogenannte Manowar Rüstungen gesteckt. Die sind dampfbetrieben, und es besteht wirklich die Gefahr, nicht jetzt in-game, aber rein vom Fluff her, dass sich die Rüstung überhitzt und der Soldat darin einfach drin gegrillt wird. Krass. Man sieht ja, der hat auch eine Kanone beim Schild raus. Genau. Finde ich sehr cool. Er hat eine unglaublich kurze Reichweite. Ich habe sie. Also, genau so. Es ist ein Tabletop-Spiel, es spielt also mit Zoll.
Also Und gerade mal in der Ansturmreichweite können die Kanonen abgefeuert werden. Und dann muss ich es immer so vorstellen, die Wolke. Also das ist cool, weil da sieht man auch die Magazine da hinten. Genau. Da hinter dem Schild. Ja, das heißt, Detailreichtum ist wirklich on top. Also wenn wir meinen, es macht dann nach einer Weile so viel Spaß, also ich bin kein guter Maler, aber ich sehe dann einfach diese... Sehen trotzdem cool aus, weil bemalt ist immer besser als unbemalt. Ja, die hier sind ja grundiert. Ja, das Grundierte auch schon cool. Mhm. Hast ein bisschen schwarz und hast einen Sundrop. Ja, und man muss sich dann vorstellen, die Armeen benutzen Chassis. Und je nach Bewaffnung, die man sieht, haben die auch natürlich unterschiedliche Effekte. Und es ist wirklich das, what you see is what you get. Ja. Also zum Beispiel bei deinem Modell hier, zum Beispiel, das ist ein schwerer Warjack. Der daneben ist ein leichter Warjack. Da sieht man schon zum Beispiel, die Base ist größer, der schwere Warjack wirkt auch forciert. Bei dem ist es wirklich so, die rechte Hand hat eben dann diesen Hammer, das ist nicht nur zum Spaß da. Auch regeltechnisch hat er diesen Hammer in der Hand, und wenn diese Hand zerstört werden sollte, kann er mit dieser Waffe eben dann nicht mehr so gut umgehen. Weil bei diesem Spiel hat er nämlich die Möglichkeit. Ah ja, genau. Es gibt ja nicht nur, es ist nicht auf Lebenspunkte basierend, sondern die Warjacks haben ein sogenanntes Schadensraster. Das ist das hier. Das hier? Genau. Das heißt, wenn man ein Modell trifft und Schaden verursacht, muss man auch die Kolumne dann erwürfeln, und dann kann man zum Beispiel auch die Beine treffen, man kann den linken und rechten Arm treffen und sogar den sogenannten Cortex, das ist das Hirn. Ah, also würfelt man dann aus, welchen Bereich der Figur man trifft, und trägt den Schaden dann hier ein. Genau, wenn die Kolumne dann voll ist. Finde ich so cool. Ja, es ist immer Panzerung, die man zuerst runterschlagen muss, und dann gibt es ja buchstabenbasierenden Kästchen. Das ist dann zum Beispiel linker Arm, rechts. L, M, C. Genau. Also L ist linker Arm, M ist Movement, die Beine, C ist der Cortex und R ist dann der rechte Arm. Und das hat ganz unterschiedliche Effekte. Das ist aber nur bei den Warjacks so. Die Infanteriemodelle haben 1 zu 5 Punkte, aber wobei 5 Lebenspunkte sind wirklich schon die richtig toughen. Die richtig da müssen. Das sind zum Beispiel die Eineschra und Cinerator. Also die hier drüben. Genau. Das ist die linke, also diese Karte hier drüben. Genau. Ja, wir haben die Karten kopiert, weil man malt ja drauf, und das ist ziemlich cool, wenn man die kopiert oder App-Steuerung gibt. Es gibt sogar den sogenannten Warum, und hier mal Warum 2, um mal Werbung zu machen, wo man auch eine Armeeliste zusammenstellt und sogar mit der Armeeliste des Feindes sich verlinken kann. Da kann man auf der App dann die Liste des Feindes sehen. Ja, cool. Und wenn man also sogar Regeln dann braucht, dann kann man auf den Begriff tippen, dann hat man sofort die Regelseite oben. Das ist top. Das ist wirklich top. Aber zurück zu uns. Und das Spiel gibt es ja auch schon, wie lange? Also ich glaube 15 Jahre mindestens. Ja, und es lebt ja anscheinend immer noch. Und mal schauen, ob ich heute auch angefixt werde davon. Ja, mal schauen. Ja, wir wollten es mal ausprobieren. Weil einige Freunde von mir haben auch angefangen. Also einige spielen sind mit 3 Comics schon. Ja. Sehr häufig sogar. Ja, also... Manfred selber spielt es auch. Ah, ist ein alter Veteran, der will es noch nicht zugeben. Okay. Ja, also, es ist erhältlich, es ist wirklich ein gutes Spiel. Ja, man kann auch alles davon in B3 Comics bestellen. Also, so gut wie alles, glaube ich, kriegt er rein, der Manfred. Ja, natürlich. Ja. Es ist ein sehr begehrtes Spiel. Manchmal muss man natürlich etwas warten, aber das ist überall so. Egal, ob Kickstarter oder normales Brettspiel. Okay. Zurück zum Basics. Thema. Basics. Die Attribute. Zum Beispiel nehmen wir mal einen Warjack her. Dann hast du oben den Namen des Warjacks. Bei dir steht zum Beispiel Crusader. Ja, das ist hier oben. Dann gibt es die erste Kunde, ist Speed, ist die Anzahl an Zoll, die sich das Modell bewegt. Dann ist Stärke. Matt ist, also das sind die hier, ne? SPD, genau. Speed, Stärke. Ja. Das dritte ist dann Matt, das ist dann die Nahkampffähigkeit, wie gut man trifft. Red ist dann die Fähigkeit, wie gut man im Fernkampf treffen würde. Death ist der Verteidigungswert, und Armor ist einfach dann, wie stark dann das Modell gepanzert ist. Okay. Dann hat man zum Beispiel auch unterschiedliche Symbole, das heißt auch die Modelle haben bestimmte Sonderregeln. Der Hammer bedeutet einfach nur, das hat
alle Vortex gemein, Konstrukt. Es ist kein lebendes Modell. Es gibt nämlich auch manchmal Zaubersprüche, die zum Beispiel lebende Modelle übernehmen kann. Also der Hammer zählt quasi nicht als lebendes Modell. Genau, das heißt einfach, das ist ein Konstrukt. Obwohl in den Rüstungen Leute stecken. Nein, eben nicht. Das sind wirklich nur Maschinen. Ah, okay. Das sind nur Maschinen. Also die Fetten sind nur Maschinen. Ja, sie haben ein Semi-Bewusstsein, weil der Cortex verleiht ihnen etwas wie Persönlichkeit. Ja, so ähnlich wie die Borg. Ja, ja, so, die Borg haben auch keine Persönlichkeit. Ja, so ein Kollektiv. Aber das Kollektiv, ja. Dann habt ihr hier eine Zahl, 40 oder 50, beim Crusader stehen 50 oben. Das verwirrt manche Leute, das ist einfach nur die Base-Größe. Das ist einfach eine einheitliche Nummer, weil die großen Modelle können natürlich über die kleinen Modelle hinwegsehen und können auch gesehen werden. Das ist dann auch nicht ganz unwichtig. Und dann beginnen eh schon die Waffen. Linke Hand, rechte Hand. Open Fist steht. Open Fist, ja. Da hast du unbewaffnet, oder? Nein, eben nicht. Unbewaffnet, das ist einfach, ja, unbewaffnet. Du kannst deine Fist... Anarmen ist unbewaffnet. Ja, du kannst trotzdem dann niemanden mitschlagen. Ja, aber Open Fist ist so unbewaffnet, ja, sozusagen, ja, oder? Also keine Waffe in der Hand. Ja. Und dann hast du die Inferno Mace drin. Ja, genau, Inferno Mace, ja, hier. Und die Inferno Mace hat, glaube ich, ein Flammensymbol oben. Das muss ich mir dann noch genauer anschauen. Weil es kann sein, dass... Darf ich das sehen? Ja, das ist so Sternchen. Ja, das bedeutet, wenn du kritisch treffen solltest, brennt das Ziel. Ah, cool. Ja, also dieses Thema hat die meisten Flammenwerfer, also selbst alle anderen Fraktionen zusammengezählt können nicht die Anzahl an Flammenwerfer. Also haben wir dann wieder Reichweite, dann Kraft, ne? Power. Genau, Power und dann P plus S, das ist dann der endgültige Schlag. Okay. Weil wie stark dann... Ja, das werden wir dann in Action sehen. Mhm. Es ist D6 basierend. Und es funktioniert folgendermaßen. Man muss zuerst das Modell treffen und dann macht man den Schadenswurf. Und machen wir mal ein Beispiel. Genau. Machen wir mal ein Beispiel. Der Crusader schlägt gegen seinen Bruder, den Vanquisher. Den hier. Den da, den großen. Ah, okay. Die zwei gegeneinander. Schau. Hat er schon verloren. Ja, weil ich immer denke, dass ich das gerne zusammenbaue. Also, sie haben auch eine Waffenreichweite. Die Inferno Mace hat eine Reichweite von 1. Das ist auch ganz wichtig, weil die Kugel, der Flegel von Vanquisher hat eine Reichweite von 2. Also immer von Base zu Base gemessen? Ja, es wird immer von Base zu Base gemessen, ganz klassisch. Und wie wird ein Kampf abgehandelt? Also, das ist ein Zolllineal, ja? Also hier ist 1 Zoll. Sind 25,4 Meter, glaube ich. Dann das wären 5 Zoll und hier wären es 2 Zoll. Und wenn man 2 von diesen Linealen hat, dann kann man auch noch 7 Zoll und so machen. Ja, und das wäre jetzt 1 Zoll Reichweite, also die müssen sich dann berühren sozusagen. Ja, das würde jetzt nicht gehen, das werdet ihr jetzt nicht erkennen können, aber die müssen sich schon berühren oder halt, ja, so. Genau. Also mein Maßband, ist ziemlich praktisch, aber manchmal hat man eben dann das Problem, dass es sehr genau werden muss. Und dann sind die einfach um einiges praktischer zum Handhaben. Man muss nicht mehr rausscrollen, reinrollen, scrollen und so weiter. Wie funktioniert ein Kampf? Man nimmt zuerst und schaut sich den Matt an, das ist die dritte Zahl, neben der Stärke. Also der Angreifer jetzt, oder? Ja, also als Angreifer. Wie hoch bist du? So, was ist das für einer? Der Crusader, oder? Genau. Was brauchst du? Die dritte Zahl, Matt. Matt? Was ist das nochmal? Das ist wie gut du im Nahkampf triffst. Aha, okay, sozusagen der Skill. Mhm, genau, irgendwie. Der Marshall-Skill. Matt habe ich 6, ja. 6. Also hier haben wir Matt 6. Gut. Dann sollte dir gegenüber sagen, wie viel Def er hat. Ich habe Def 10. Und dann nimmst du einfach 2 bis 6. Und du musst die so 10... 2 bis 6, steht das irgendwo oder ist es generell? Ist generell. Aha. Es ist immer 2 bis 6 und du musst meine 10 erreichen. Wow. Okay, und was macht der Matt dann für einen Sinn? Du addierst. Ach so, okay, ja, dann ist ja easy peasy. Genau, weil es sind ganz schwere Kolosse. Ja, hast du 9, habe ich 15. Ja, okay, das interessiert. Und dann hast du, es ist kein Pasch, irgendein Pasch, auch wenn es zum Beispiel...
Was war denn SMS? Schreck-SMS. Das wäre zum Beispiel auch ein Pasch. Dann wäre das ein kritischer Treffer. Manche Waffen haben okay. da Sonderregeln. Ansonsten gibt es keine Sonderregeln für Kritik. Das Pasch ist dann immer kritisch. Ja, ja. Und man kann auch Auto verfehlen, wenn alle Würfel eine 1 zeigen sollten, ist es ein Automiss. Also der Snake Eyes sozusagen. Ja, also müssen aber wirklich alle Würfel eine 1 zeigen. Nicht nur 2 oder ein 1 oder ein 1er Pasch. Das ist der Klassiker, dass ja. der Snake Eyes dann. Genau. Also mhm. es gibt immer die Chance, dass man verfehlt. Ja, klar. Du hast getroffen. Sagen wir mal, du hast. 15 habe ich gehabt. Ja, das ist dann du hast mein Ziel erreicht. Deine Rüstung habe ich quasi. Also ich muss sie erreichen oder übertreffen. Genau, erreichen oder übertreffen. Mhm. Und jetzt. Sag mal, du hast, weil normalerweise muss man immer zuerst dann sagen, ja, ich greife mit meiner Inferno Mace an. Oder mit der Open Fist. Genau, weil es gibt auch Verteidigungsmechanismen, die man dann. Und man darf nur mit einer der beiden Fähigkeiten sozusagen angreifen. Ja. Außer irgendein Skill. Nein. Generell immer mit allen, das sind die sogenannten Initials, die Initialattacken, die darf man immer beide ausführen. Aber dazu noch mehr, weil, das, ja. also das, weil der interessante Aspekt kommt ja noch. Aber das ist nur, wie das Spiel vom Schadensraster funktioniert. Gut, dann schau dir mal die Inferno Mace an. Wie viel Stärke hat sie? Die hat Power 7, ja. Das sehen wir hier. Ja, und Power 7? Ja, Power und plus S, das ist die letzte Zahl. Schau dir immer die letzte Zahl an. P und S, Power und Strength, oder wie? Genau. 18. 18, das ist der endgültige. Ja, das wäre das 7, 7 plus 11, da braucht man nicht zusammenzählen, sondern man hat ja, den genau. Wert hier schon addiert genau. sozusagen. Ja. Okay, 18. Und 18. Was sagt die 18 jetzt? Das sagt dir, wie stark du zuschlägst und der Wurf wird dann verglichen mit meiner Rüstung. Ich habe 19 Rüstung, das ist eine Differenz von minus 1. Und du würfelst jetzt 2 bis 6 für den Schaden. Und subtrahierst das Ergebnis minus 1. Ah, okay. Das ist immer interessant. Das heißt, meine 18 werden gegen deine 19 gerechnet. Dann genau. kommt 1 raus. Jetzt würfel ich 2 wie 6. Mhm. Zum Beispiel eine 5. Ja. Minus 1 sind 4. Du machst mir jetzt 4 Schaden. Und jetzt nimmst du einen Würfel dazu und würfelst aus, wohin? Ah ja, okay. Also die Zone. Genau. Sozusagen. 4. Und 4... Die weißen Kästen sind einfach nur Panzerung, also du triffst ihn zwar ziemlich durchschnittlich. Also wäre ich jetzt der Gegner auch dazu, ja, bei Weiß würde ich jetzt hier eine Panzerung treffen. Kann ich mir das aussuchen? Kann sich der Gegner das aussuchen? Oder? Nein, das wird einfach von der Kolumne runtergerechnet, also zum Beispiel dann. Ach so, du kreuzest immer erst leere Felder an ja, und irgendwann kommt das C und dann hast du halt das C erwischt. Genau. Das, was genau. ist das nochmal? Cortex. Cortex ist das Hirn. Das ist einfach, ja. Also ganz easy, ne? Da würfel ich den Schaden aus und trage einfach das Kästchen ein und irgendwann landet man dann auf den guten Schadensfeldern sozusagen. Richtig, richtig. Und deswegen hat man dann meistens einen andersfarbigen Würfel. Witzig ist, dass das minus 1 immer zählt, weil wir fassen zusammen, ja, ich habe jetzt meine 19 gegen die 18, dann habe ich eine 1. Dann muss ich jetzt mindestens die 1 erwürfeln, oder wie? Nein. Achso, die Differenz wird vom Würfelwurf dann abgezogen. Genau. Das heißt, hätte ich jetzt P und S 15 gehabt gegen deine 19, wäre es 4. Mhm. Dann müsste ich 2 wie 6 würfeln. Nein, in dem Fall habe ich... Doppel 6. Das sind 6er. Ah, okay. Dann habe ich 12 minus 4, das wären dann eben 8. Genau, 8 Schaden. Würde ich dann 8 Treffer auswürfeln? Nein, du machst ja immer, nein, das ist ja ein Treffer, das ist ein Schlag. Ja? Du haust mit der Inferno-Keule drauf, du triffst und dann würfelst du, wie stark der Schlag ist. Ja, okay, du machst. Und da hast du 12, das ist zum Beispiel 8 Schaden, aber du siehst, du hast ja nur 6 Kästchen, das heißt, 4 wird komplett fertig gemacht. Ah, ja, das wollte ich wissen, also für jeden Schaden wird ein Kreuzchen gemacht. Buff. Genau, und dann wird, wenn die Kolumne voll ist, geht es in die nächste Kolumne runter. Das sind die fünfte. In die fünfte. Ja, das ist easy. Das ist alles. Ja. Außer die speziellen Sachen nur. Ja, aber die Watches können ja noch mehr als nur zu schlagen. Sie können auch Headbutts geben, sie können sogar Watches werfen, slammen. Und das, also, das ja, Spiel. Da brauche ich noch den Sheet dazu. Ah, den hast du hier, oder? Sind das meine? Das sind deine. Das sind alles deine Modelle. Das sind, was sie können, das
Das lernst du erst nach einer ganz, ganz langen Weile. Ja, das wird nur so eine lockere Partie jetzt erstmal. Genau. Und Bewegung. Bewegung. Es wird in Zoll gemessen, wie gesagt, und es gibt folgende Bewegungsarten. Normales Gehen ist eben Speed, das sind dann eben 4 Zoll. Du kannst mit den Infanteriemodellen, also mit jedem Modell auch rennen, dann wird einfach die Zahl verdoppelt. Das sind dann also 4 Zoll zum Beispiel, sind es dann 8 Zoll. Wenn er 5 hat, sind es dann 10. Genau. Und es gibt dann noch die Sonderregeln, das ist Ansturm. Das ist dann, wenn du einen Gegner angreifst, dann nimmst du nicht die doppelte Bewegung, sondern deine Grundbewegung plus 3 Zoll. Egal welches Modell, Warjack, Infanterie, Warcaster, es ist immer dein Grundspeed plus 3 Zoll ist deine Charge-Reichweite. Mhm. Und wie löst man den Charge aus? Okay. Jetzt habe ich gerade nicht so, jetzt habe ich gerade die Modelle vorgeführt, jetzt muss ich ehrlich sagen, habe ich gerade nicht so zugehört. Also das ist kein Problem. Das doppelte Speed ist? Das Rennen. Genau. Dann gibt es das normale Laufen. Ja. Und dann gibt es das Charge. Wenn du zum Beispiel dann ein Modell angreifen möchtest, dann kannst du dich entweder normal hinbewegen, deine 4 Zoll, oder den Charge ausführen. Das ist deine Grundbewegung plus 3 Zoll. Aha. Und da habe ich dann einen Nachteil, wenn ich jetzt Rennen mache, bekomme ich ja doppelten Speed. Darf ich dann nicht mehr angreifen oder so? Genau, das ist das. Und nur nach dem Charge darfst du nochmal angreifen? Nach dem normal Bewegen oder nach dem Charge. Also du hast immer eine sogenannte Bewegungsaktion und dann plus 3 einfach plus dazu. Aktion, genau. Plus 3 dazu. Mhm. Und der Charge ist eben die Kombination aus Movement und deiner Kampfaktion, weil der Charge bringt dir so viel Schwung, dass dein Schadenswurf einen extra Schadenswürfel bekommt. Das ist dann, du nimmst einfach so viel Schwung in den Angriff rein, dass du cool, dann hast du keinen Nachteil eigentlich. Du kriegst eine bessere Bewegung plus einen Angriff plus einen Würfel mehr, oder wie? Ja, das ist besonders wichtig bei Infanteriemodellen, die haben wirklich keinen Nachteil. Die Warjacks funktionieren mit Streifstoff, mit sogenannten Fokus. Und das kostet eine Ressource, aber dazu komme ich erstmal, wenn wir den normalen Spielstart haben. Und Bewegung, wenn ich jetzt, wir sind abwechselnd im Zug, oder? Nein, kompletter Spielezug. Du machst also ich bewege alle von mir und du bewegst alle von dir? Genau. Wow. Genau. Es ist leider nicht abwechselnd, es ist ein klassisches Tabletop. Es gibt eine kleine Skirmish-Variante, Company of Iron, wo du nur mit einer Einheit spielst. Aha. Die hat dann leicht andere Regeln. Aber, ja, back to topic. Gut. Dann nehmen wir das wichtigste Modell, den König. Das Königsmodell, den Warcaster. Was ich noch sagen möchte, ist, wir spielen hier nur ein War Machine Spiel. Also War Machine Hordes. Also Hordes ist vollkommen zu 100% kompatibel mit War Machine. Hat aber leichte andere Regeln. Weil es sind Hordes sind mehr diese Fantasy-Fraktionen, beide leben in derselben Welt, nebeneinander. War Machine ist eben Steampunk und Hordes ist mehr dieses urtümliche klassische Fantasy, aber meistens Dark Fantasy. Okay. Ja. Der Warcaster. Das Kernstück jeder Fraktion. Der König, der König. Genau, wie beim Schach, ganz wichtig. Niemals ihn sterben lassen, denn ansonsten ist das Spiel für den einen Spieler gelaufen. Wir haben hier Kreos. Kreos ist auch ein feuerspringender Fanatiker gegen Sorsha. Und sie haben ganz ähnliche Sonderregeln, das macht sie ziemlich ausbalanciert. Die Warcaster besitzen einen sogenannten Fokuswert. Das hier. Mhm. Das ist einfach ihre Magiefähigkeit, wie viele Energiepunkte oder sogenannte Fokuspunkte sie pro Runde generieren. Ich habe hier so ganz normale kleine Tokens dafür, die generiert er pro Runde. Und was macht er damit? Damit kann man ganz klassisch seine Zauber wirken. Ah, das ist cool. Also der Magier-Effekt, ne? Das kann jeder Warcaster. Kann jeder Warcaster. Also jeder generiert Mana und jeder kann dann casten. Genau. Ja. Also ja. Genau, der Fokuswert. Also jeder Warcaster, jede Fraktion, also von den großen Fraktionen, es gibt
über 10 unterschiedliche Warcaster mit ganz eigenen Spellists, jeder eine Klasse für sich. Und was kann er noch damit machen? Er kann damit seine Rüstung verstärken. Das ist eine Art Power-Up für seine Rüstung. Weil, um den Caster ein bisschen zu schützen, haben die Techniker sich gedacht, ja, sie stecken ihn in eine besondere Rüstung und er kann dann das mit Fokus, mit Magie ein bisschen verstärken. Da bekommt er dann der Schadenswurf gegen ihn wird dann plötzlich um 5 reduziert, wenn ich zum Beispiel jetzt sein endgültiger Schaden wäre jetzt 6 zum Beispiel, also nach dem Schlag wäre 6, dann kannst du einen Fokuspunkt ausgeben für das Power-Up und dann hast du plötzlich nur noch einen Schaden. Und du musst nur ein Kreuzchen machen. Genau. Also Warcaster haben keinen Schadensraster, haben aber so zwischen 15 und 20 Lebenspunkten. Und das brauchen sie auch. Das brauchen sie auch wirklich. Ach so, da braucht man nur hier unten in dieser Leiste sind sozusagen die Lebenspunkte. Genau. Und wenn die voll sind, dann ist das. Ja, wenn das Herz erreicht ist, bist du tot. Okay, und Ziel des Spiels ist jetzt das Spiel, Eroberung oder Deathmatch? Wir spielen Deathmatch, der Tod des Warcasters. Das ist immer das Grundthema. Und es gibt noch dazu Szenarienspiele, ganz unterschiedliche, wo auch zum Beispiel während des Spiels das Schlachtfeld bombardiert wird. Da wird eine ganz große Schablone mit Abweichung dann platziert, weil die Kanonen, die in der eigenen Fraktion ungenau sind. Mhm. Flaggeneroberungen, eine Kombination von allem. Also da, super. Da tut sich Jahr für Jahr nämlich neu. Das ist das sogenannte Steamroller, das ist das Turnierformat und das ändert sich von Jahr zu Jahr. Cool. Was kann er noch damit machen? Er füttert seine Warjacks mit Magie. Also er braucht nur einen Token abgeben, um sich so viel Rüstung zu geben. So ein, ja, wenn er das zum Beispiel cool, ja. 7 hat. Das sind die kumulativ, das heißt, nein. Er kann im Jahr 7 haben. Er füllt sich immer auf 7 auf, oder? Genau, okay. Genau. Also der Fokus bleibt. Du kannst auch nicht 2 Foki ausgeben, um jetzt den Schaden so von 10 zu reduzieren. Sondern immer nur einen. Genau. Ja, man schon doch, das wär okay. Ja, aber das muss er ja auch bunkern. Das heißt, in einer Runde darf er nichts ausgeben, nichts zaubern. Also das ist schon da muss er schon ziemlich nachdenken. Was er noch damit macht, zu Beginn des Spielzeugs des aktiven Spielers, füttert er seine Maschinen mit seiner Magie. Egal welche Reichweite, oder? Es gibt eine Kontrollreichweite, die ist die doppelte Anzahl an Fokus. Also er hat einen Fokus von 7. Dann hat er eine Kontrollreichweite von... Das ist Matt, oder? Na, Fokus. Seine Magie. Achso, das ist Fokus, ist seine Regeneration und zeitgleich auch seine Reichweite. Doppelte Reichweite. Doppelte Anzahl. Also ja. Das sieht man hier wieder. Er regeneriert 7 Fokusmarker und das Doppelte ist dann seine Reichweite. Das genau. Ist Zoll gemessen. Genau, 14 Zoll, oder? Das 14 Zoll, das ist genau unser Spielfeld. Das haben wir jetzt 90x90 gemacht, so X-Wing-mäßig, das kann man auch selber konfigurieren, wenn man will, das kann. Mhm. Und ja. Also zu Beginn des Spiels kann er seine Maschinen füttern mit Fokus bis zu 3 Stück. Und die können dann damit besser agieren, schneller agieren. Aha. Zum Beispiel, ein Warjack darf nicht laufen, anstürmen. Wenn er keinen Fokus hat, wenn er keinen Fokus hat, darf er sich nur seine Grundbewegung machen und seine Initialattacken machen. Ah, okay. Aber für jeden Fokus, also der Fokus kannst du zum Beispiel sagen, er läuft. Zum Beispiel er hat 2, ich gebe 1 aus, er läuft. Oder was kann er auch noch machen? Aber wenn die Fokusmarken im Spiel sind, regeneriert er trotzdem wieder auf 7, oder? Ja, aber zu Beginn jedes Zuges werden alle Fokusmarker von einem wieder entfernt. Dann können sie damit zusätzliche Attacken kaufen. Zum Beispiel, wenn ein Feind nicht stirbt, aber man weiß, der Feind muss diese Runde sterben, weil man den Gegenschlag nicht überlebt, dann gibt man ihm zum Beispiel 3 Foki. Und dann stimmt man zum Beispiel an. Macht seinen ganz normalen Schlag mit der Faust, mit der Inferno Mace. Das kostet keinen Fokus. Und dann kann man sich zum Beispiel sagen, ja, ich kaufe mir eine Attacke mit einem Fokus mit der großen Mace. Okay, wenn der Feind nicht tot ist, dann kann ich mir noch eine Attacke kaufen. Ah, cool. Ja. Und wie viel kann ich füttern auf einen? Maximal 3. Mhm. Und das heißt, die konnten 3 Attacken machen. Zu sicher.
Wenn ich mich normal bewege, ja, und wenn du normal bewegst, dann hast du deine Initialattacken, hast noch deine drei Fuki über und dann kannst du dreimal mit deinem. Ja, und ich könnte auch zum Beispiel den Charge machen, ja, dann mache ich einen besseren Angriff und dann könnte ich noch dreimal angreifen. Genau, genau. Du kannst aber auch die Fuki benutzen, um deinen Trefferwurf oder deinen Schadenswurf zu verstärken. Verstärken bedeutet immer, einen zusätzlichen Würfel dazu beitragen. Ja. Zum Beispiel auch bei Treffen. Also auch wenn ich getroffen habe, ne, das Auswürfeln der Kreuze, einen Würfel dazu. Genau. Boah, sehr heftig. Wenn es 3 Sixer aus, also 18 Kreuze. Ja, also wenn, vergiss nicht die Panzerung. Und, Ja. Also ja, das kann schon einen großen Unterschied machen und das hilft dir auch beim Planen zum Beispiel. Ich meine, 18 ist nicht möglich, weil da hat der Zahl auch noch... Oh ja, gut, außer du hast gleich viel Angriffswert wie der andere, dann gibt es keinen Abzug. Ja, das ist genau der Punkt. Es gibt nämlich auch dann ganz böse Warcaster, die dann die Rüstung schwächen vom Feind. Und dann muss man sich überlegen, okay, der Zauberspruch vom Warcaster kostet mich 3. Wie viel kann ich jetzt meinen Maschinen geben, um den maximalen Nutzen zu haben? Mhm. Das ist etwas, was mir bei War Machine ganz gut gefällt. Du hast eine strategische Planung, einen sogenannten Masterplan, und dann schaust du, was draus wird. Mhm. Du kannst also dann... Spellbreaker? Was ist? Ja, kann Spellbreaker, was ist das? Spellbreaker ist der Waffenname. Ah, okay, ach so. Das ist ein Angriff sozusagen. Genau. Range 2, Power 7. Und da die Fraktion auch noch unglaublich Magie hasst, wenn Kreos ein Modell trifft, das einen Zauber auf sich oben hat, wird der Zauberspruch automatisch gebannt. Also das, Menoff ist eine Anti-Magie-Flammen-Fraktion. Ja. Also aber zaubert selber herum. Genau. die Spells haben wir vergessen. Die Spells. Ja, die wollte ich gerade fragen. Jeder Warcaster hat eine Spellliste. Und da sieht man zum Beispiel die Costs, wie viel Fokus man ausgeben muss. Ja, wo sind die? Achso, das ist da gleich daneben. Genau. Ja, genau. Also hier sind die Spells. Aber normal sind das Karten, die man nebeneinander wieder auflegt natürlich. Und ihr seht hier, okay. Da sind zum Beispiel die Kosten, wie viel Fokus du ausgeben kannst. Dann gibt es Range, da gibt es entweder eine Zahl, das ist dann Zoll, oder Self. Also dann kann man sich nur selber damit betreffen. AOE ist Area of Effect, oder? Genau, da gibt es 3 Zoll, 4 Zoll und 5 Zoll. Power ist natürlich der Powerwert, wie zum Beispiel bei offensiven Zaubersprüchen, wie stark dann... Durchschlagskraft, Durability, genau. Oder? Nein, Duration, wie lange. Ah. Da gibt es zum Beispiel Runde, RND, dann Upkeep, das bleibt im Spiel und du musst jede Runde einen Fokus bezahlen, um den Zauber aufrecht zu erhalten. Und Turn. Turn bedeutet dann einfach nur für dich, für deins. Und Off ist einfach dann eine Klasse, eine Feststellung, ob es ein offensiver Zauberspruch ist oder nicht, weil beim offensiven Zauber musst du das feindliche Modell treffen. Ah, okay. Bei defensiven eben. Und ich kann so viele Spells machen, wie ich will, also wie ich ausgeben kann. Ich kann jetzt auch zum Beispiel mit 7 Fokus 2 Spells machen, wie ich lustig bin. Richtig. Du darfst sogar denselben Spell mehrfach wirken. Cool. Solange er kein Abgib-Spell ist. Also ab Lamentation zum Beispiel bei Kreos ist ein Abgib-Spell. Das macht keinen Sinn. Ja. Aber zum Beispiel offensive Zaubersprüche darfst du mehrmals pro Runde auf dasselbe Ziel werfen. Ja, okay, ja, ist ja klar. Das andere ist ein bleibender Effekt. Was bringt es, wenn ich den nochmal drauf habe, außer er kumuliert? Nein. So wie Brand zum Beispiel wird auch nicht kumulieren, wenn er brennt, brennt er fertig. Ja, also... Aber kannst du dann den Token wieder raufschrauben? Effekte des gleichen Namens können nicht stacken. Also ja, schon, aber ich weiß nicht, gibt es da zum Beispiel Brand, dass der 3 Runden hält oder so, gibt es das? Feuerschaden, ja. Ja, und wenn ich den Cast jetzt nochmal mache, startet der dann von neu? Also geht das gar nicht, solange der Effekt drauf ist? Ist er immun gegen diese Nochmal-Effekte sozusagen? Er brennt bereits, also Flammensetzen bringt einfach nichts. Ja, bei manchen Spielen wird halt einfach resettet oder sowas. Der von brennt auf 1 und kriegt es nochmal, ist er wieder auf 3 zum Beispiel. Bei dem Spiel funktioniert das so, wenn du brennst oder Korrosion bekommst, das ist also ein Säureeffekt,
wird zu Beginn der Statusphase gewürfelt, ob es ausgeht. Bei der 1 und 2 geht es aus. Kommt mir bekannt vor. Nein. Brennt er. Und der brennt dann so Ah, das lange, ist von Mage Wars. dann brennt er so lange, bis das Modell tot ist Ja. oder es ausgeht. Das ist in Mage Wars auch so. Da musst du auch gewisse Token so auswürfen, glaube ich. Ja, okay. Und das Allerwichtigste, ja, also das Spiel hat sehr, sehr viele Sonderregeln. Es gibt eine Fähigkeit, die kannst du einmal pro Runde zünden. Einmal pro Spiel. Ah, cool. Das hat der Warcaster jeweils. Ist Eine immer einzig. Atombombe. Ja, so ähnlich. Das sind sich sogenannte, das ist das sogenannte Feat. Das hast du hier oben. Das kannst du einmal während der Aktivierung von Kreos zünden. Okay, enemy models currently in Kreos control range become knocked down. Knocked down heißt? Knockdown, die fallen einfach um, werden im Nahkampf automatisch getroffen und sie müssen dann in meinem Zug aufstehen und müssen dann entweder ihre Bewegung ausgeben oder ihren Kampfaktion. Ach so, aber Schaden macht's nicht. Nein, aber zum Beispiel, wenn du sagst, Na klar, Knockdown und meine anderen greifen dann an. genau, das ist der Wow. Punkt, weil es gibt auch solche, es Hat gibt aber auch, dann hat er kein Def mehr, oder wie? weil du automatisch triffst. Oh. Genau, und das ist egal, was für ein Modell. Warcaster, Infanteriemodell, Solos, Units, egal was. Das heißt, du hast beim Auswürfen des Schadens keinen Minuswert, oder? Nein, du treffen. Du musst das Modell Ach ja so, nicht jetzt ja, treffen. okay, also du triffst sozusagen automatisch, aber den Rüstungswert wird noch gegengerechnet. Genau, genau. Mein Feat ist zum Beispiel, ich habe was ganz Ähnliches. Enemy Models without Immunity Cold, also die keine Immunität gegen Kälte haben, in Sorcerers Kontrollreichweite und Sichtweite bekommen stationär, die frieren fest. Ha, das hat de facto fast den gleichen Effekt, dauert auch nur eine Runde. Okay. Also das deckt sich Ja, fast ein okay. bisschen. Ja, ich glaube, Das waren die Basics Das sind die ungefähr. Ja, Basics, ja. also, und ich würde sagen, an dieser Stelle stoppen wir jetzt und machen das Let's Play extra, sonst wird das Video zu lange dauern. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt. Es war sehr informativ. Chris hat das wirklich cool erklärt, finde ich. Und wenn ihr interessiert seid, dann schaut doch auch bei dem Let's Play rein. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe selber noch nie gespielt, aber ich kann natürlich auch Fragen und so weiter. Und ihr könnt euch dann online auch informieren über War Machine Hordes. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim Let's Play wieder. Auf Wiedersehen, sagt der Austrian Board Gamer und der Chris. Bis später Ciao. dann.